so viel zum Thema Gold sparen. Und sogar schon mit vier, was ich weiß nicht nochmal? Wo soll mein Blut vergossen werden? Akolyten, ab. Ganz in der Nähe lebt ein Drache in den Hügeln. Die Kreatur könnte Artefakte besitzen, die uns auf unserem Marsch beschützen mögen. Euer Wille geschehe. Ich find's so cool, wie, Hanuba geredet. Die Kreatur könnte Artefakte besitzen, die wir benötigen könnten, um unsere Feinde zu vernichten. Was ich hier mache, Vorsorge treffen für mögliche Verteidigung. Ja, okay. So, wir müssen jetzt da hinten hin. Jungeln, Dingeln. Und, ja, das war's auch schon erstmal. Sprich, wir müssen jetzt in das uralte, versunkene, okay, versunken nicht, aber untergegangene Königreich der... Ja, yeah, der Gruftbestien, der komischen Spinnenlords hier hinjungeln. Und dort ein bisschen gucken, was da so abgeht. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Muss ich hier erstmal nachdenken. Ich mag nicht nachdenken, das ist so anstrengend. Die Verdammten stehen bereit. So, erstmal eine Gruft. Wo ist Holz, das ich nicht brauche? Da ist mir zu wenig. Ja, komm hier. Mein Schicksal ist besiegt. Eine Gruft. Dann ein Friedhof. Na komm, direkt hier runter. So, eine Gruft, einen Friedhof. Schon mal die beiden wichtigsten Gebäude. Oh ja, ein Teil der Dunkelheit ist auch nicht verkehrt. Könnte man auch gut gebrauchen, sollte ein Held abnippeln. Ja, Meister. Sonst noch irgendetwas? Nö, nicht unbedingt. Mal nachdenken. Es gibt noch einen zweiten Stützpunkt, ich meine der Naga. Hier irgendwo. Den müssen wir eventuell sogar auch ausräuchern. Mal kurz mysteriös auf die Zeit gucken. Wobei ich vor 2 Minuten aber angedrückt habe, was mich gerade ein bisschen wundert. Ja. Wie gesagt, die dürfen ist ein Stützpunkt der, der Naga sein. Und dahinter ist dann halt der Weg hier zum, zum Dingens da. Ist abgeschlossen. Wenn das sind, tun wir mal, ja, so 5... 3 Ghouls ausbilden. Faulen Säcke, hätte auch sagen können, dass ihr da seid. Hab ich euch voll vergessen. So. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Holz. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, das haben wir auch. Jetzt können wir die ganzen Geistertürme hier bauen. Für ein bisschen Standardverteidigung. Und du sammelst Holz. Ich wünsche nur zu dienen. So. Ach so, ja. Da war ja wieder was. Vorderster Reihe, die Dinger. Schlangenmenschen. Wer zum Teufel sind die? Ich habe ihresgleichen noch nie in Northrend gesehen. Die gibt's auch nicht in Northrend. Mein Leben. Ach so, ja. Ich wollte ja Heil der Toten. Ausbau abgeschlossen. Kumpel, du holst mir auch Holz. Jetzt muss ich jetzt eventuell hier noch einen zweiten Türmchen hinsetzen, dritten Türmchen hinsetzen, aber ist nicht so schlimm. So, verteidigungstechnisch sieht es ganz annehmbar aus. Let me think. Oh, er hustet. Er hat Schnupfen. Verkehrt ist es nicht. Ich finde es lustig, wenn ich nichts sage, quasi dann denke und ihr denkt euch dann, was macht er jetzt gerade? Das ist irgendwie lustig. Ach du, da hör mal auf damit, das ist nervig. Wir sind die Gebrüder Grimm! Wir gehen jetzt in den bösen, dunklen Wald! Ich komme ja auf so eine Scheiße. So hieß das große, ewige Nix. Huch. War es nicht...
Stimmt, das war ja ein Nagerstützpunkt zusammen mit den Blutelfen. Bäh. Was ist des Schattens? Ey Kumpel, lass doch mal die Gebrüder Grimm auferstehen. Danke. Warum nenne ich jetzt eigentlich die Gebrüder Grimm? Ich weiß es nicht. Wir sind lustig zu spähen. Der Drache war irgendwo weiter im Norden. Also die optionale Quest. Ja, der ist hier. Gehen wir mal daran vorbei. Mal gucken, ob wir ihn noch finden. Aber der ist definitiv hier. Ich meine nur Eisdrachen. Blaudrache, sorry. Der wird hier sein, mit Sicherheit. Wissen wir da schon mal Bescheid? Du da! Komm mal ran auf einen Zentimeter, du kannst schon mal... Ja, da schon mal einen hinsetzen. Damit ich das gleich nicht vergesse, denn vergessen werde ich es garantiert wieder. Mal wieder nach. Ausbau abgeschlossen. Gut, der Ding ist ausgebaut. Wo ist mein Akolyt? Da ist mein Akolyt. Wo soll mein Blut vergossen jetzt werden? Brauchen wir Tempel der Verdammten. Ja, wenn ich bitten Meister. Darf. Und Schlachthaus wäre auch fein. Mein Schicksal ist so. Dann haben wir die Gebäude schon mal. Dann kann ich ja schon mal Dingsy machen. Für alle Einheitentypen mal Level 1. Arschloch! Was ist das diesmal? Hey, meine Holzausbeute hier vernichten, du Sack. Die Beschwörung ist und das noch erfolgreich. Er hat 2 Stück erledigt. Unsere Streitkräfte das ist schon besser. Ein Käfer! Ich liebe Käfer! Los! Klammern! Iss die Kiste! Nimm das Holz! Töte damit alle! Okay. Nichts kommt meiner Macht gleich. Wie sieht es mit meiner Macht? Abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah. Bäh. Seit wann das denn? Seit dem Hauptprogramm, du dummer Leo! Oh, verdammt. Du dummer Leo vor allem auch. So, sollte ich mir eine Flotte aufbauen lassen oder nicht? Oder sollen wir erst den Drachen vergewaltigen? Ich bin doch relativ unsicher, was meine Verteidigung angeht. Ich bin mir doch nicht ganz so sicher, was die angeht. Irgendwie ist sie mir noch ein klein wenig zu schwach. Liegt vielleicht daran, weil ich Schlimmeres gewohnt bin. Na komm, bauen wir ein bisschen besser aus hier. So wie ich bisher mitbekommen habe... Huch, Obwalter brauche ich nicht. So wie ich bisher mitbekommen habe, greift er ja nur von hier aus an. Vom Norden kam ja bisher noch nichts. Insofern... Übertreiben wir wieder, warum auch nicht? Wir übertreiben doch gerne. Mein Schicksal ist schon abgeschlossen. Ja, Meister. Forschung abgeschlossen. Dem Norden. Sprecht, Dummkopf. Kennt ihr den Norden? Endlich. Also den Westeros-Norden? Oh Mann, ich guck mir jetzt auf Game of Thrones an. Aber es ist auch so eine epische Serie, kann ich nur empfehlen. So. Arschloch, geh Holz sammeln. In der Theorie genügt das. Katapulte brauche ich dafür nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah. Machen wir einen Nerubenturm? Pass auf, wir machen die nur in der Mitte. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Also da und da. Sollte genügen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und dann mache ich mir noch mehr Geistertürme hin zur Extra-Verteidigung. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dann haben wir eine sehr gute Verteidigung und wir machen erstmal die ersten Drachen im Arsch. Das ist schon besser. Na, Freunde? Einziges Problem dabei ist, ich habe meine Untotenpriester dabei. Die sind nicht gerade so sinnvoll. Interessanterweise werden sie aber geheilt. Ah, ekelhafte Viecher, greif mal an! Da. Mein Leben Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Nee, 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 nee.
Bist du bescheuert? Die Tools da Holz hacken. Sollte genügen. So. Leutchen, geht mal weiter nach vorne und macht mal dieses Grüppchen hier kaputt. So einen auf den hier machen. Merkt mir noch relativ einfach, als ich es vermutet hatte. Ich wollte sagen, kriegt er kein Level-Up? Oh, eine Subi-Maske. Was war nochmal der Witz? Erhöht die Mana-Regenerationsrate eines Helden. Ist er was für Arthas? Vorsicht. Was können wir denn nicht gebrauchen? Aber warte mal, die Stiefel von Keltar, das könnte er an Nubarak brauchen. Endlich. So schnell ist er ja nicht. Niemand erteilt mir Befehle. Der ist eher, der kriecht ja eher. Insofern tut ein bisschen Beweglichkeit ganz gut für ihn. Ja. Schaffen die den? Ich weiß es nicht. Sollte klappen. Das ist schon besser. Und hier oben muss er dann sein, der gute Kollege. Natürlich ist er immun gegen Magie. Endlich. Endlose Pein wird euch erwarten. Hat er einen gefressen? Nee. Was ist das diesmal? Aber warum ist er immun gegen Magie? Nur weil er ein bisschen größer ist als die anderen, oder was? Hey, ihr Penner! Natürlich kann ich ihn nicht anschießen. Aber er macht auch gerade nichts, was ziemlich brav ist. Tot. Rolle des Schutzes. Niemand erteilt mir Befehle. Oh Gott. Na gut, wir brauchen ein paar starke Krieger. Wir brauchen Seuchenwolken. Wir verlangen weiteres Holz. Was machen wir mal eine Holzernte? Richtig, sie ernten zu wenig Holz. Ja, doch, verteidigungstechnisch sieht sehr gut aus. Ey, Theorie könnte er auch hier landen. Ach, die gibt's immer noch. Außerdem keine Ablenkzeit. Ah. Ich meine, der Theorie könnte auch hier oben angreifen, wo ich ein bisschen schwächer verteidigt bin, aber so intelligent scheint er nicht zu sein. Die Intelligenz anderen beurteilen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich habe irgendwo auch gehört, man soll sich selber nicht so intelligent halten, weil sonst irgendwie arrogant sein soll. Ich halte mich auch nicht für überdimensional intelligent, nur wenn ich so manche Leute so reden höre oder sowas lese, denke ich manchmal, Alter, das ist bescheuert oder was? Da denke ich manchmal, bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der denken kann. Aber okay, Philosoph sein ist ja nicht unbedingt ein tolles Leben. So, drei von den Säcken, die sollten ausreichen, um die ganzen Viecher zu vergewaltigen. So, ich sage, im nächsten Part kümmern wir uns um den dicken, fetten Megadrachen. Und danach bauen wir uns ein Flötchen auf in der nächsten Folge, ne? Ja. So, bis 53, das sehe ich gerne. Raserei mit Bewegungstempo, ja. Bewegungstempel ist ganz gut, dann können sie schneller Holz sammeln. Wer so produktiv denkt. So. Die Viecher können wir auch gut gebrauchen. Lassen wir das mal aus. Das Holz will ich mir lieber sparen. Nein, komm, Kosten, verdammt! Ich muss Steuern zahlen. An wen zahle ich eigentlich die Steuern? Also ich verstehe zwar nicht die ganze Logik. Also die Logik ist ja von diesen kaum Kosten und hohe Kosten ist ja ganz nett gemacht, dass man so viele Einheiten hat, dass man dann nicht mehr so viele Erträge holt aus dem Gold. Aber rein von der Logik jetzt her, inwiefern macht das Sinn? Also den Sinn verstehe ich davon nicht. Also in der Wirklichkeit jetzt so gesehen, ne? Vom spielerischen her natürlich, ist logisch, ja, macht, ist auch eine gute Idee. Aber so, ich verstehe es nicht. Aber nun gut.